Meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Abend. Mein Name ist Werner Mohm. Ich bin Direktor der Arbeiterkammer und im Namen der Arbeiterkammer und unseres Kooperationspartners, der Stadtzeitschrift Falter, darf ich Sie zum 29. Stadtgespräch herzlich willkommen heißen. Ein besonderer Gruß gilt unserem heutigen Gast Hamed Abdel Samad. Herzlich willkommen bei uns. Er wird im Gespräch, im bewährten Gespräch mit Peter Oema, Islam und der Westen, was folgt, auf den arabischen Frühling sprechen und diskutieren. Und die große Anzahl hier an Besuchern in unserem Bildungszentrum zeigt, auf welches Interesse dieses Thema aktuell stößt. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen hochspannenden und interessanten Diskussionsabend. Dankeschön. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hamed Abdel Samad wurde 1972 in Kairo als Sohn eines sunnitischen Imams geboren. Er hat in Kairo, in Japan und in Deutschland Englisch, Französisch, Japanisch und Politikwissenschaft studiert, hat in München dissertiert und dann an verschiedenen deutschen Universitäten geforscht und gelehrt. Für sein Buch »Mein Abschied vom Himmel« 2009 wurde er in Ägypten mit einer Fatwa belegt und dann im Jahr 2013, im Juni 2013, nach einem Vortrag in Kairo, in dem er den damals noch regierenden Muslimbrüdern islamischen Faschismus vorgeworfen hat, kam es im ägyptischen Fernsehen zu Mordaufrufen gegen Hamed Abdel Samad seitens hoher Religionsfunktionäre, und zwar wegen angeblicher Beleidigung des Propheten. Sein Buch »Der islamische Faschismus« ist mittlerweile erschienen. Der Autor lebt unter Polizeischutz und wir freuen uns ganz besonders, dass er heute Abend hier ist. Bitte. Ich möchte mit diesem Vortrag in Kairo beginnen, der für Sie ja auch biografisch besonders wichtig ist, weil er mit den Mordaufrufen verbunden ist. Ich hatte den Eindruck, diese Mordaufrufe sind nicht gekommen wegen des Vorwurfs des islamischen Faschismus, sondern deswegen, weil sie dazu ausgeführt haben, dass es ein, nennen wir es, faschistoides Element gibt, das in der Geschichte des Islam ganz weit, nämlich bis zum Anfang zurückführt, das heißt bis zu Mohammed, und das wurde dann als Beleidigung des Propheten interpretiert und darauf steht in islamisch regierten Staaten die Todesstrafe. Sehe ich das richtig? Ja, ich habe im Vortrag damals natürlich über den faschistoiden Charakter der Muslimbruderschaft und der Salafisten gesprochen. Ich habe aber gesagt, dass all das nicht erst mit dem Aufstieg der Muslimbruderschaft zustande gekommen war,
sondern in der Urgeschichte des Islam zu begründen, ist, der Islam hat mehrere Facetten. Der Islam hat eine spirituelle Seite, die ich persönlich sehr angenehm finde, eine Soziallehre, die auch für viele Menschen wichtig ist, die vielen Menschen auch Trost und Halt spendet. Der Islam hat aber auch eine juristisch-politische Seite, die einen faschistoiden Charakter hat. Ich sage immer, der Islam hat einen Geburtsfehler, weil der Islam sehr früh in seiner Geschichte politisch erfolgreich geworden ist. Die Macht schon zur Lebzeit des Propheten übernommen hat, einen Staat gegründet hat. Anders als das Christentum, das 3 Jahrhunderte lang als eine Minderheit gelebt hatte und aus diesem Bewusstsein einer Minderheit heraus Säkularismus zugelassen hat. Anders als Jesus, der nur 18 bis 30 Monate auf der Weltbühne agierte als Prediger und niemals eine politische Funktion bekleidet hatte, war Mohammed oder musste Mohammed mehrere Funktionen gleichzeitig innehaben. Er war Prophet und Staatsoberhaupt und Feldherr und Finanzminister und Gesetzgeber, Richter und Polizist gleichzeitig. All das vermischte sich mit den Texten der Religion. All das ist in den Texten des Islam zu finden. Und all das erschwert die Idee der Säkularisierung. Der Islam hat den Anspruch, dass ein Moslem ein Koran auf zwei Beine ist. Dass der Alltag des Moslems 24 Stunden am Tag durchreguliert ist. Der Islam mischt sich ein, was man tut, bevor man ins Bett geht, was man tut, wenn man aufwacht, was man isst, wie man isst, was man vor dem Essen sagt, was man nach dem Essen sagt, wie man sich auf die Toilette verhält, was man vorher sagt und was man nachher sagt. Und diese Vorstellung hat etwas mit einem bestimmten Gottesbild zu tun, was natürlich im Islam auch von den anderen monotheistischen Religionen übernommen wurde, aber überspitzt wurde. Ein eifersüchtiger Gott, der keine Götter neben sich duldet. Ein Gott, der die Menschen fernsteuert, der die Menschen 24 Stunden am Tag überwacht, ihre Taten und Gedanken. Der Menschen für kleine Delikten mit dem ewigen Höllenqual bestraft, der aber selber nicht in Frage gestellt werden darf. Ein wütender Gott. All das floss seit dem Beginn des Islam in der islamischen Geschichte. Mhm. All das finden wir in der islamischen Erziehung. Heute, der Islamismus ist nicht aus dem Bäumen gefallen, nicht aus dem Himmel gefallen, sondern begründet sich genau aus dieser Geschichte und aus diesen Texten. Jetzt ist aber diese islamische Geschichte des 7. Jahrhunderts zunächst eine sensationelle Erfolgsgeschichte, die, meine ich, und Sie haben das ja auch schon angedeutet, darauf zurückgeht, dass Religion, Politik und Militär eine Einheit bilden. Das, was später zu einem großen Problem für den Islam wird. Aber zunächst einmal gibt es ihm diese unglaubliche Dynamik, die dazu führt, dass binnen eines Jahrhunderts ein Großreich geschaffen wird, von Persien bis zum Atlantik, bis Andalusien. Das ist ja eine unglaubliche militärische Leistung, wenn man sich die damaligen Fortbewegungsmöglichkeiten, Straßennetze und so weiter vorstellt. Eine riesige logistische Leistung, die auch deswegen möglich ist, und das muss man hinzufügen,
dass zu jenem Zeitpunkt im Frühmittelalter bis ins Hochmittelalter der Islam dem christlichen Abendland unendlich überlegen gewesen ist. In der Wissenschaft, in der Kultur, egal ob wir jetzt die Astronomie nehmen, die Mathematik nehmen, die Medizin nehmen. Vor 1000 Jahren haben die bereits Star-Operationen durchgeführt. Das heißt, das ist zunächst einmal doch eine sehr glanzvolle Geschichte, die aus dieser Dynamik, von der Sie sagen, die ist später das Riesenproblem geworden. Aber ich glaube, am Anfang war es das Erfolgsrezept. Es ist richtig, dass wir dieser Blütezeit zwischen dem 7. und dem 11. Jahrhundert in den arabisch-persisch regierten Staaten. Sie sagen, der Islam war dem Christentum überlegen. War es wirklich der Islam, der diese Kultur zustande gebracht hat? Und das ist dann, das ist eine wichtige Frage. Denn, nur ein Satz dazu, was ich vergessen habe zur Ergänzung. Und er war viel toleranter mit den Unterlegenen als das Christentum damals. Also wieder eher, der Islam war viel toleranter und nicht die Herrscher, die damals pragmatisch waren und mit der Scharia wenig zu tun hatten. Harun al-Rashid, kennen wir in Bagdad, saß in seinem Palast und trank Alkohol. Laut dem Islam musste er dafür ausgepeitscht werden. Er hat Musik gehört, es gab Tanzveranstaltungen, es gab Poesiewettbewerbe in seinem Palast, wo ein Jude, ein Christ und ein Moslem die Religionen voneinander massiv kritisiert haben. Mohammed wurde im Hof des Harun al-Rashid kritisiert durch einen jüdischen Dichter. Mhm. Es gab erotische Poesie, homoerotische Poesie, all das, was im Islam verboten war. Die Tatsache, dass ein Herrscher muslimischen Glaubens ist, macht seine Herrschaft nicht automatisch islamisch. Die Tatsache, dass diese Länder durch Muslime regiert waren, bedeutet nicht, dass der Islam diese Philosophie und diese Kultur und diese Wissenschaft zustande gebracht hatte. Schauen wir, in welchen Städten tatsächlich das Wissen unter dieser Herrschaft geblüht hat. Das waren Bagdad, Cordoba, Kairo und Damaskus. Mhm. Warum gerade diese Städte? Warum nicht Mekka und Medina, wo der Islam entstanden ist? Waren Mekka und Medina jemals Städte des Wissens oder Städte des Zusammenlebens unterschiedlicher Religionen? Nein, seit dem Beginn des Islam wurden Mekka und Medina Juden und Christen reingemacht und mussten vertrieben werden. Und bis heute dürften nicht Muslime Mekka und Medina nicht betreten. Noch nie gab es in Mekka und Medina Philosophiestudium oder Naturwissenschaften oder all diese wunderbaren Errungenschaften. Das, was in Bagdad, Kairo, Damaskus und Cordoba zustande gekommen war, war die Vermischung unterschiedlicher Kulturen und die Entfernung der Herrschaften von der Scharia. Und das machte Toleranz und Wissenschaft und Zusammenleben möglich. Und wir können es im Laufe der islamischen Geschichte verfolgen. Wann immer man sich von der Scharia entfernt hatte, da lebten Menschen unterschiedliche Religionen friedlich miteinander, weil die Religion nicht alles von oben bestimmt hatte, weil dann die Freiheiten da möglich waren. Aber schon ab dem 12. Jahrhundert schon, sowohl in Bagdad als auch in Andalusien, kamen muslimische Fundamentalisten und sagten, so können wir nicht weiterleben, wir müssen die Scharia einführen, wir müssen die Gesetze des Islam einhalten, und prompt kam es zu Pogromen gegen Juden in Granada. 4000 Menschen mussten an einem Tag ermordet werden, 4000 Juden. Da wurden Philosophen wie Averroes, Ibn Rushd, vertrieben, ins Exil geschickt, weil die religiösen Gelehrten ihn für Apostaten gehalten haben. Und deshalb, man sollte immer zwei Sachen auseinander trennen: muslimische Herrschaft und
islamische Herrschaft. Das heißt, wenn ich es recht verstehe, die zentrale Streitfrage im Hochmittelalter, wo dann der orthodoxe Flügel der Theologie gesiegt hat, war die Frage, ob der Koran interpretierbar ist oder ob der Text wortwörtlich zu nehmen ist vor alle Zeiten. Das, wenn ich recht verstehe, war die Frage. Und nachdem die orthodoxe Fraktion die gesiegt hatte, die gesagt hat, wir müssen diesen Text wörtlich nehmen, auch wenn er in dem Fall 500, 600 Jahre alt ist, mittlerweile ist er viel älter, damit beginnt der Abstieg. Ja, früher waren die Herrscher pragmatisch und sie wussten, sie müssen gewisse Freiheiten zulassen, sie müssen von den Expertisen der Juden und der Christen und der Alawiten und alle unterschiedlichen Minderheiten lernen und ihr Wissen integrieren. Dadurch konnte man auch sich wirtschaftlich gut entwickeln. Aber es gab natürlich wichtige Ereignisse in der islamischen Geschichte, die das teilweise gestoppt haben. Die Kreuzzüge haben eine Rolle gespielt und der Einfall der Mongolen hat eine Rolle gespielt. Aber das darf nicht als eine Entschuldigung gelten für die Zurückentwicklung der islamischen Welt, denn die Mongolen und die Kreuzritter haben nichts anderes getan, als das, was die islamischen Armeen im Laufe ihrer Geschichte gemacht haben. Wenn sie die Macht haben, dann ziehen sie los, erobern Gebiete und bestimmen das Leben dort. Die Frage ist immer, warum wurde man schwach? Ein Widerspruch. Also wenn man die Berichte liest, und ich habe mir jetzt wieder angeschaut von einem arabischen Historiker, der Heilige Krieg der Barbaren, die Kreuzzüge aus arabischer Sicht. Und es gibt auch die ganz andere Berichte über die Eroberung von Jerusalem 1099, wo praktisch die gesamte muslimische und die gesamte jüdische Bevölkerung ermordet worden ist. Die Juden waren in die Synagoge geflüchtet und die Synagoge wurde angezündet und die Kreuzritter sind rundherum gestanden. Das war genau das, was dann die Nazis gemacht haben. Die Juden zusammentreiben, anzünden, rundherum stehen und sie verbrennen. Diese Art von Massenvernichtungen, zumindest aus der Frühzeit des Islam, in seinen kriegerischen Eroberungen kenne ich nicht. Wie kam der Islam überhaupt nach Ägypten und nach Irak und nach Syrien? Das waren genau solche militärische Einheiten oder Banden wie die IS-Kämpfer, die losgezogen sind, diese Länder erobert haben und die Bevölkerung entweder getötet oder vor der Wahl gestellt, Kopfsteuer zu bezahlen oder zu konvertieren zum Islam. Und meine ägyptischen Groß- oder Vorfahren waren ganz sicherlich keine Muslime, sondern waren Kopten, die konvertieren mussten, weil sie keine andere Wahl hatten. Am Anfang musste man sie nicht zwingen zu konvertieren, weil sie eben diese Jizya, diese Kopfsteuer bezahlt haben und das war vom wirtschaftlichen Vorteil, wenn sie nicht konvertieren. Es gab sogar in Bagdad Christengruppen, die zum Statthalter von Bagdad gegangen waren und gesagt haben, wir wollen zum Islam konvertieren. Und dann hat er ihnen gesagt, das nehme ich euch nicht ab. Ihr wolltet nur die Kopfsteuer loswerden. Nein, bleibt Christen, das ist gut für euch und gut für uns. Das ist, hat sich alles verändert nach den Kreuzzügen, eben nach diesen Gräueltaten. Da waren die orientalischen Christen unter Druck geraten von den Muslimen, die auch diese Gebiete später befreit haben und mussten Farbe bekennen. Da wurden dann diese Dhimmi-Gesetze, diese Gesetze der Schutzbefohlenen sehr verschärft. Das, was die IS in Mosul gemacht hat, ist nicht einmalig in der Geschichte. Diese Kennzeichnung der Häuser mit dem Buchstabe N für Nasrani, für Christ,
Das hatten die Muslime damals in den eroberten Gebieten auch. Es gab Gesetze, die die Christen daran hinderten, neue Kirchen zu bauen und alte Kirchen zu restaurieren. Bis heute gelten viele dieser Gesetze in vielen islamischen Staaten. Es gab sogar Gesetze, dass ihre Klamotten gekennzeichnet werden, damit man weiß, sind sie Jude oder Christen oder Muslim. Sie mussten ihre Haare vorne abschneiden, damit man sofort von weit weg erkennt, dass sie Christen sind. Die dürften keinen Scheitel in ihren Haaren machen, weil das war den Muslimen vorbehalten. Das ist die Wirklichkeit und die Realität, wann immer die Scharia regiert hatte. Es gab Zeiten, wo die Scharia außer Kraft gesetzt wurde, dann war dieses Zusammenleben möglich. Und deshalb kann man nicht sagen, der Islam war gegenüber den Christen und Juden tolerant, sondern gewisse muslimische Herrscher waren es, die auf ihre Hilfe angewiesen waren, die selber mit Religion wenig zu tun hatten. Das ist eine richtige Stellung der Geschichte. Ich weiß, dass islamophile Islamwissenschaftler und Nahostexperten gerne immer den Islam dafür verantwortlich machen, aber das hat mit dem Islam an sich wenig zu tun, sondern mit der Pragmatik der Politik und der Wirtschaft. Jetzt, wenn wir in der Geschichte noch einmal kurz zurückgreifen, im 7. Jahrhundert, eine Katastrophe ist ganz früh, nämlich die Spaltung zwischen wenige Jahre nach Mohammeds Tod, zwischen Sunniten und Schiiten, die mit Mord und Totschlag verbunden war, mit der Ermordung von Kalifen und bis heute mit Mord und Totschlag verbunden ist. Das war sicherlich eine verheerende Tradition, die in den Islam ganz früh schon eingezogen ist. Und ein zweites, das Sie in Ihrem Buch über den islamischen Faschismus auch ausdrücklich erwähnen, ist 1450 etwa erfindet Johannes Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern und den muslimischen Theologen gelingt es bis zu Napoleon, also 1800, das sind 350 Jahre, die Technologie des Buchdrucks von der arabisch-muslimischen Welt fernzuhalten. Das ist eine unvorstellbare Katastrophe, die sich bis heute auswirkt. Ich kann mich erinnern, einmal gelesen zu haben bei Karl Markus Gauss, der hat eine Gegenüberstellung gemacht. Heute werden ins Neugriechische mehr Bücher übersetzt als ins Arabische. Und die Griechen sind 10 Millionen und die Araber sind 300 Millionen und der Großteil der Bücher, die ins Arabische heute übersetzt werden, sind religiöse Texte. Und das ist natürlich eine unvorstellbare Katastrophe und eine unglaubliche geistige Verödung, die auf diese Tradition der Verhinderung des Buchdrucks zurückgeht und die noch heute ihre verheerenden Folgen hat. Ja, ich nenne das im Buch die Todsünde der Osmanen, weil das war das Osmanische Reich, das es abgelehnt hat, den Buchdruck einzuführen. Der Buchdruck hat die ganze Welt eigentlich verändert. Ohne den Buchdruck wäre Martin Luther bedeutungslos. Ohne die Verbreitung der Thesen, der Gedanken, wäre die Aufklärung nicht möglich, wäre die moderne Wissenschaft nicht möglich. Der Buchdruck hat den Wissensmonopol aufgelöst, der Kirchen und der Fürsten, und privatisierte das Wissen, dass normale Menschen Zugang zu Wissen haben, dass die Menschen auch nicht nur ihre Bibel selber lesen können, sondern auch andere weltliche Bücher, philosophische Texte, kritische Texte, und das machte die Aufklärung aus. Das Osmanische Reich, vor allem die religiösen Gelehrten, hatten Angst, dass der Buchdruck dazu führen konnte, dass falsche Auslagen des Koran in Umlauf gebracht werden und somit, dass der Koran
verfälscht wird und dass auch die Gelehrten die Kontrolle über den Koran verlieren. Und dieses Motiv verfolgt uns in der islamischen Geschichte seit sehr, sehr langer Zeit. Die Angst, die eigene, die Heiligkeit der Texte anzutasten, die Angst vor der Verfälschung der Texte, das hat die islamische Welt meines Erachtens daran gehindert, selbstkritisch mit ihrer eigenen Geschichte umzugehen, aus dieser Unmündigkeit herauszutreten. Genau das, was Kant nennt, wenn er über die Aufklärung spricht, der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, dass man immer die Entscheidungen von sich abweist und auf andere überträgt. Und deshalb sagt er, habe Mut, deinen eigenen Verstand zu bedienen. Und das ist das, was eben diese Gelehrten abgelehnt haben. Und diese 300, 350 Jahre, es kam die erste Maschine schon früher nach Konstantinopel, 1729 kam die erste Maschine nach Konstantinopel und dann die erste Druckmaschine kam nach Ägypten 1798 mit Napoleon. Aber auch damals dürften diese Maschinen nur weltliche, aber keine religiöse Texte vervielfältigen. Und was für eine geistige Erstarrung ist daraus entstanden. 300, 350 Jahre sind uns gestohlen worden. Wir haben nicht mitbekommen, was auf der anderen Seite des Mittelmeers war. Hier mitten im 18. Jahrhundert hat man wunderbare Gedanken der Aufklärung. Da kam dann dann war irgendwann Voltaire und Rousseau da, Spinoza. Und man hat kritisch mit seiner eigenen Religion, mit seiner eigenen Gesellschaft, man hat politische Theorien entwickelt. Und was ist parallel in der islamischen Welt entstanden, vor allem in der arabischen Welt, Mitte des 18. Jahrhunderts? Dauerhabismus. Die radikalste Form des Islam, die wir kennen, und man nannte noch einmal, ich habe schlecht verstanden, der Wahhabismus. Der Wahhabismus. Der Wahhabismus in Saudi-Arabien parallel zur europäischen Aufklärung. Und das hat natürlich etwas mit dem, was die islamische Welt verpasst hat. Man hat diese Gedanken nicht diskutiert. Wie geht man mit den heiligen Texten? Wie relativiert man heilige Texte? Und das ist genau das. Die größte Leistung der Aufklärung und der Moderne war, dass sie die Menschen von der Unmündigkeit befreit haben und eine gewisse Distanz garantiert haben zwischen ihnen und ihren eigenen Religionen, Ideologien, Nationen. Und aus dieser Distanz heraus ist es möglich, selbstkritisch auf die eigene Gesellschaft zu blicken und sie damit auch zu entwickeln. Aber von vornherein Selbstkritik als eine Sünde bezeichnet wird, wenn neue Gedanken als Gefahr gesehen werden, wenn eine harmlose Druckmaschine als Teufel bezeichnet wurde, dann sieht man heute eigentlich die Spätfolgen davon, was eigentlich sich über 500 Jahre lang akkumuliert genau hat. Genau deswegen wollte ich, dass wir auf der einen Seite über diese glanzvolle Frühgeschichte des Islam, und da muss man ja hinzufügen, dass Europa dem unendlich viel zu verdanken hat in der Wissenschaft. Die griechischen Texte sind über die Araber wieder in die Klöster in Europa gekommen. Also Europa hat dem Islam in seiner Frühgeschichte unendlich viel zu verdanken. Europa hat der arabisch-persischen Kultur eine Menge zu verdanken. Ja. Europa hat dem Islam gar nichts zu verdanken. Ich habe es ungenau gesagt, der arabisch-islamischen Kultur. Es hängt,
es ist nicht arabisch und persisch, es ist die arabisch-islamische Kultur. Gut, aber es war so. Wir haben uns eh geeinigt. Ja. Unendlich viel zu verdanken und dann diese schrecklichen Verheerungen, über die wir gesprochen haben und die vieles in der Gegenwart auch verständlicher machen. Gerade diese Geschichte mit dem Buchdruck, die ich für ganz besonders wichtig halte, so wie Sie. Jetzt, nachdem wir ein wenig über Geschichte geredet haben, noch eine Begriffsklärung. Die scheint mir nämlich auch wichtig zu sein. Es gibt eine Reihe von Politikwissenschaftlern, die den fundamentalen Islam, also den Islamismus, als die dritte Spielart des Totalitarismus bezeichnen, nach dem Faschismus und nach dem Stalinismus. Ja. Das ist eine Definition, die ich meine, sehr viel für sich hat und sehr diskutabel ist. Sie haben sich nicht für den Begriff Totalitarismus, sondern für den Begriff Faschismus entschieden. Das hat mich ein wenig gewundert. Ich füge noch hinzu, der für mich schlüssigste Faschismusbegriff stammt von Reinhard Kündler, der den Faschismus definiert als ein Bündnis zwischen der alten Elite und einer neuen Massenbewegung. Also jetzt konkret, wenn wir den Nationalsozialismus nehmen, in Deutschland als alte Elite das Militär, Industrie und Banken, Großgrundbesitz, das heißt der alte Adel und die Hochbürokratie, und die verbünden sich mit einer neuen Massenbewegung, das ist die Nationalsozialistische Partei. Und daraus entsteht tatsächlich etwas unglaublich Explosives und Neues. Und das sehe ich aber nicht in diesem Fall. Ich sehe beim Islamismus keine Massenbewegung. Und noch etwas kommt. Iran 1979, das war genau das, was Sie beschrieben haben. Massenbewegung verbündete sich mit den Eliten in der Wirtschaft und in der Armee und genau so wie es im Nationalsozialismus. Iran 1979, ja, aber jetzt zum Beispiel beim Islamischen Staat frage ich mich, und es kommt noch eine Frage dazu, wie weit ist der Islamismus modern oder antimodern? Der Nationalsozialismus war letztlich eine moderne Bewegung auf der Höhe der Zeit. Beim Islamismus, so wie er sich uns jetzt darstellt, fragen wir uns, ob das nicht doch eine Art von tobender Antimoderne ist. Es kommt darauf an, wie Sie Moderne definieren. Wenn Sie natürlich bestimmte Dynamiken, bestimmte Techniken, dann ja, aber die Moderne ist in erster Linie eine Geisteshaltung, eine Geistesgeschichte. Und der Nationalsozialismus war davon Lichtjahren entfernt. Moderne bedeutet Betonung von Individualismus, Betonung von persönlicher Freiheit, freiem Denken, kritischem Denken. All das fehlte im Nationalsozialismus und deshalb ist der Nationalsozialismus für mich eine eindeutig antimoderne, antiaufklärerische Bewegung. Genauso wie der Islamismus auch. Und Sie haben eine Definition des Faschismus benutzt, die sich auf die Organisationsstrukturen beschränkt. Ich gehe mit dem Begriff anders um. Zuerst rede ich über die Ideologie, dann über die Organisationsstrukturen, dann über die Ziele. Und da treffen sich Faschismus und Islamismus nach meiner Analyse im Buch. Wie? Die Ideologie, die die Welt in Gut und Böse aufteilt, die Ideologie, die von einem Führerprinzip ausgeht, die Ideologie, die die eigenen Anhänger mit Hass und Ressentiment gegen den Rest der Welt vergiftet, die Ideologie, die den Antisemitismus als raison d'être, als Identitätsstiftung betrachtet,
Da sind sich Islamismus und Faschismus einig. Die Ideologie, die den Kampf dermaßen verherrlicht und sakralisiert, des Martyriums, den Tod verherrlicht, das ist identisch mit dem Dschihad-Prinzip im Islam. Man kämpft nicht, um zu leben, sondern man lebt, um zu kämpfen. Man lebt für den Kampf. Das verbindet Islamismus und Nationalismus. Die Verschwörungstheorien, Auserwähltheit, bei den Faschisten war es die arische Rasse, bei den Islamisten ist es die muslimische Glaubensgemeinschaft, die sich erhebt über der Menschheit, moralisch und menschlich. Die Entmenschlichung der Feinde, dass sie schlimmer werden in den Augen der jeweiligen Ideologie als Tiere, dass deren totale Vernichtung in Kauf genommen wird. Das verbindet Faschismus und Islamismus. Kommen wir zu den Organisationsstrukturen. Ich habe es bereits erwähnt. Führerprinzip, die starke Hierarchie, die Idee der Unfehlbarkeit des Führers, die Terrormilizen, die die Ideologie stützen und die Gegner einschüchtern, das haben Islamisten und Faschisten eigentlich, vor allem Islamisten von Faschisten, kopiert. Es gab ja die Verbindung zwischen den damaligen Muslimbrüdern und Nazi-Deutschland. Und diese Terrormilizen wurden damals nach dem Vorbild von SA und SS aufgebaut, um eben diese Ideologie zum Durchbruch zu verhelfen. Dann kommen wir zu den Zielen. Und da wird es klar, dass der Nationalsozialismus mit Moderne wenig zu tun hatte. Der Nationalsozialismus wollte mit der Gesellschaft zurückrollen zu alten Familienstrukturen, zu alten Gesellschaftsstrukturen. Der Faschismus geht davon aus, dass alle Menschen, dass die Massen gleich ticken und das gleiche Ziel haben müssen. Die Uniformierung der Massen, das verbindet Islamismus und Faschismus. Überwachung, Misstrauen gegenüber Individualismus, gegenüber Kunst, gegenüber abweichende Kreation oder kreative Energien, all das wurde als Gefahr sowohl von Islamisten als auch von Faschisten gesehen. Die Skepsis gegenüber der Stadt an sich, der Stadt als ein Ort der Sünde, ein Ort der Ausbeutung, ein Ort der Dekadenz. Berlin der 20er Jahre, was haben die Nazis darüber alles geschimpft? Und das erleben wir auch von Islamisten. Die beiden und Ideologien haben das Ziel, das Individuum zu kontrollieren, seine Individualität aufzulösen, die Masse zu einem Block zu bilden, der gleich tickt, gleiche Ziele verfolgt, und das höchste Ziel von beiden ist die Weltherrschaft. Man geht davon aus, dass man ein inhärentes Recht darauf hat, diese Welt zu beherrschen, diese Welt zu kontrollieren. Wenn diese Gemeinsamkeiten nicht ausreichen, damit man einen Vergleich zustande bringt, und ich habe ja das nicht gleichgesetzt, sondern verglichen und die Gemeinsamkeiten gezeigt und auch die Gefahren, die davon ausgehen, und die Wirkung und die Faszination für die Massen. Das ist das für mich viel interessanter als diese kleinen Abweichungen, die natürlich die vor allem Faschismusforscher, ich habe natürlich ihr Terrain betreten. Nein, nicht doch unser Faschismus. Also das geht doch gar nicht. Also die Ausländer nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg und jetzt auch unser Faschismus auch noch dazu. Das geht doch gar nicht. Gut, ich will den definitorischen Streit jetzt nicht weiterführen. Sehr vieles von dem, was Sie gesagt haben, fällt natürlich genauso unter dem Begriff Totalitarismus. Aber ich will das jetzt wirklich nicht im Detail fortführen.
Ich will Sie mit einem Satz zitieren und habe dazu eine Frage. Da haben Sie im Frühjahr in einem Interview gesagt, der Islam hat faschistoide Züge, die im Islamismus deutlich sind. Nun, herkömmlicherweise wird unterschieden zwischen Islam und Islamismus. Wenn ich Ihren Satz richtig lese, dann ist für Sie, dann Sie heben diese Scheidung zwischen Islam und Islamismus zwar nicht auf, aber sie ist für Sie eine schwimmende. Das ist nicht für mich, das ist für den Islam selbst eine schwimmende. Der Übergang ist sehr flüssig und undurchsichtig zwischen Islam und Islamismus. Ich gehörte früher zu denjenigen, die darauf beharrt haben, eine scharfe Trennung zwischen Islam und Islamismus vorzunehmen, bis ich gemerkt habe, dass es eigentlich niemanden wirklich nutzt. Im Gegenteil, das nutzt den Islamisten noch mehr, indem man sagt, der Islam an sich ist perfekt und friedlich, nur gewisse islamistische Gruppierungen missbrauchen den Islam, missverstehen den Koran und setzen den falsch um. Das ist ein sehr gefährlicher Gedanke, denn das öffnet immer eine Hintertür für neue Islamisten, die immer sagen, ah ja, die IS-Leute, die waren falsch und Al-Qaida war auch falsch, aber wir werden jetzt die richtige Version des Islam politisch umsetzen. Dann erleben wir Muslimbruder, Salafisten, Boko Haram, dann erleben wir AKP in der Türkei und das ist alles die gleiche Soße, alte Wein in neuen Schläuchen und es hört nicht auf. Der Faschismus wurde besiegt, weil er eine natürlich militärische, eine vernichtende militärische und moralische Niederlage erleiden musste, aber auch, weil es einen Umdenkensprozess in Deutschland stattgefunden hat. Es hat natürlich lange gedauert, aber diese Aufarbeitung war da. Irgendwann hat man nicht gesagt, es waren eigentlich man hat nicht gesagt, die Rassenlehre an sich war richtig, aber wurde falsch umgesetzt von Hitler und den Nationalsozialisten, sondern man hat schon gemerkt, nein, das ist die Ideologie an sich. Und das sind wir auch Menschen, auch die daran schuld waren, dass sie sich verführen ließen von dieser Ideologie. Und man versäumt es, in der islamischen Welt den Kern der Krankheit richtig zu benennen. Schon seit Jahrhunderten. Entweder gibt man nicht zu, dass man erkrankt ist, oder man verlagert die Gründe für die Krankheit woanders, man benennt die Krankheit was anders und deshalb entweder nimmt man keine Medizin oder man nimmt die falsche Medizin und die Probleme vermehren sich. Und ich finde, wir leben gerade in einer Zeit, wo der Islam sich zu einer tickenden Zeitbombe entwickelt, wo wir eine Ehrlichkeit in der Debatte... Der Islam. Gut. Natürlich der Islam. Was sonst? Warum? Ich bin an einer Lösung interessiert. Und deshalb nenne ich die Krankheit beim Namen. Die Krankheit ist im Herzen des Islam verankert. Und wenn man dieses Problem nicht benennt, dann behandelt man nur die äußerlichen Entzündungen, aber man wagt sich nicht an den Tumor nicht. Und so löst man keine Probleme, so heilt man keine Krankheiten. Wir haben sowohl in der islamischen Welt als auch hier in Europa sehr lange um den heißen Brei geredet. Gut, wir haben sehr oft die Probleme unter den Teppich gekehrt. Die Ergebnisse davon sehen wir. Ja. Diese zunehmende Radikalisierung ist ein Ergebnis fehlender Bildungspolitik in der
islamischen Welt und fehlende Integrationspolitik in Europa. Ah. Jetzt sind wir uns natürlich, ich denke zumindest, einig, dass es die Muslime nicht gibt und den Islam nicht gibt, sondern das ist schon ein sehr aufgefächertes... Da sind wir uns nicht einig. Da sind wir uns nicht einig. Gut, das heißt... Die Muslime gibt es nicht, das stimmt es nicht. Zu. Da stimme ich zu, und da gibt es unglaublich Vielfalt und... Ein Sufi aus Mali verhält sich ganz anders als ein Sunnit aus Saudi-Arabien, als ein Alawit aus Syrien, als ein Alevit aus der Türkei. Es gibt Schiiten und Sunniten, es gibt unglaublich viele Strömungen und Prägungen. Und viele Muslime sind friedliche Menschen, die ihre Religion schon längst entpolitisiert haben. Sie sind meiner Meinung nach nicht friedlich, weil sie Muslime sind, sondern sie sind friedlich, obwohl sie Muslime sind. Und ja, es ist eine radikale Meinung, aber es ist meine Meinung. Aber den Islam, den gibt es schon. Den ja, Sie Islam haben gerade die vielen und Spielarten. Sie haben doch gerade die vielen Spielarten. Natürlich, aber am Ende, politisch gesehen, sind diese Unterschiede innerhalb des Islam eigentlich ziemlich uninteressant. Vielleicht für Ethnologen und für Kulturwissenschaftler und für Menschen, die sich für bestimmte Tanzarten interessieren, dann ist das interessant. Aber politisch gesehen ist es irrelevant, denn dann interessant ist nicht, was all diese Muslime trennt, sondern was sie tatsächlich verbindet, und das ist der Islamismus. Und das ist die Idee des Kalifats. Und das ist die Idee der Einführung der Scharia, dass nicht der Mensch, sondern Gott der Gesetzgeber ist. Dass die Gesetze Gottes weder verhandelbar noch veränderbar sind. Und das ist das Problem. Und das ist der Islam, das ist nicht eine Art, den Islam zu sehen, sondern das ist Mainstream-Islam. Die Tatsache, dass wir heute viele Muslime haben, die mit der Moderne aufgewachsen sind, die liberal denken, die auch frei denken können, die durchaus positive Aspekte aus der eigenen Religion holen können. Natürlich, sie sind denkende Menschen. Viele Muslime sind dagegen, dass man Hände abhackt, dass man Ungläubige köpft. Aber der Islam hat nichts dagegen, Hände abzuhacken und Ungläubige die Köpfe abzuhacken. Diese Muslime sind für uns dann natürlich eine Chance. Und ich finde, wenn der Staat in Österreich oder in Deutschland Partner haben will, dann sollte man diesen Denkenden, diesen freien Muslimen die Hand ausstrecken, statt konservative Glaubensgemeinschaften zu bestärken und sie politisch aufzuwerten und die Muslime ihnen auszuliefern. Das heißt, verstehe ich Sie richtig, es gibt eine Vielzahl von demokratischen Muslimen, aber den Islam per se halten sie für nicht demokratiefähig. Weder Islam noch Christentum noch Judentum sind demokratiefähig. Ja, das. Es sei denn, ich bin noch nicht fertig. Stimmt ja nicht. Es sei denn... Nein, es ist irrtümlich geklatscht worden. Darum habe ich... Nochmal zum Mitschreiben. Weder Islam noch Christentum noch Judentum sind für die Demokratie gedacht. Die sind in ganz anderen Zeiten entstanden. Es sei denn, sie werden politisch entmachtet und sie akzeptieren es, unterhalb der Demokratie
zu leben. Und ich finde, in Europa zumindest hat das Christentum und das Judentum das hervorragend geschafft, unter der Demokratie eine neue Rolle zu finden und neue Aufgaben. Mit der Säkularisierung sind wir noch nicht durch. Also da hat auch Österreich eine Menge zu leisten. Wir brauchen einen neuen Josef II., der mehr Säkularisierung in diesem Land auch vorantreibt. Mit dem Islam haben wir eben gerade dieses Problem. Judentum und Christentum lebten ja lange als Minderheiten und konnten durchaus mit dem Säkularismus zu Recht finden. Jesus hat gesagt, gib dem Kaiser das, was des Kaisers ist, und gib Gott, was Gottes ist. Mohammed war selber Kaiser. Der konnte das nicht. Verstehen Sie? Da war schon zu spät. Und diese Dualität zwischen Kaiser und Papst hat schon Spielräume für das Denken und für die Politik geschaffen, die es im Islam nie wirklich gab. Diese Dualität fehlt. Der Islam sieht sich als die letzte Botschaft Gottes an die Menschheit. Das letzte Buch, das Gott persönlich geschrieben hatte, direkt an die Menschen gerichtet hatte. Das ist ein ungeheurer Anspruch. Gut. Wenn Gott zuletzt, bevor er für immer geschwiegen hat, nur zu uns gesprochen hat, uns auserwählt hat, um seine letzte Botschaft an uns zu richten, dann können wir nicht davon ausgehen, dass der Islam Teil der Demokratie werden kann. Der Islam will nicht Teil von irgendetwas sein, sondern alles von oben bestimmen. Und das ist das, der Kern des islamischen Faschismus. Also, die monotheistischen Religionen, wenn wir jetzt Jan Assmann folgen, sind seit Moses alle drei besonders gefährliche, mörderische Religionen. Und natürlich haben die Kreuzzüge mit dem Christentum zu tun und natürlich haben die Exekutionen nach dem Spanischen Bürgerkrieg unter Franco mit dem Christentum zu tun. Und auf der anderen Seite, natürlich hat der islamische Staat heute in Syrien und im Irak mit dem Islam zu tun. Die Frage ist auf der einen Seite natürlich, ob man das aber nicht doch als Deformation oder als Missbrauch der Religion bezeichnen kann. Das ist das eine, und im anderen gebe ich Ihnen schon recht, das Christentum hat sehr lange gebraucht. Ich meine, der Papst hat dem katholischen Austrofaschismus noch zugejubelt. Ja. Es war erst das Zweite Vatikanum vor 50 Jahren, die zu einer endgültigen Versöhnung zwischen Christentum und Demokratie geführt haben. Die, meine ich, ist aber jetzt tatsächlich ernst zu nehmen. Das heißt, das ist nicht einfach nur auf einen Machtverlust zurückzuführen, sondern das ist, glaube ich, tatsächlich Substanz der katholischen Kirche geworden. Das heißt, Religionen können in bestimmten Grundeinstellungen sich auch ändern. Ja. Die Frage ist, wie weit diese Perspektive in Ihren Augen auch für den Islam besteht und wie weit Sie den Begriff des Missbrauchs der Religion durch etwa den islamischen Staat und seine Massaker akzeptieren würden. Grundsätzlich ändern sich Religionen nicht freiwillig, sondern müssen von außen dazu gedrängt werden. Ja, gut. Das ist das, was auch in Europa passiert. Aber im Falle des Christentums haben wir auch etwas Interessantes, was wir wiederum im Islam nicht haben, als die Reformation angesetzt hatte, als man mit der katholischen Kirche nicht einverstanden war. Da gab der Ansatz von Martin Luther, wir kehren zurück zu der Lehre Jesus, zu Jesus als Vorbild. Und darauf kann man natürlich aufbauen.
denn er hat niemanden umgebracht, er hat keine Inquisition durchgeführt, er hat keine Kreuzzüge nicht geführt, er hat sogar das Gegenteil gelehrt, er hat gesagt, liebet eure Feinde, er hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich bin kein Christ, ich habe auch nicht vor, zum Christentum zu konvertieren, ich bin allen Religionen gegenüber kritisch, aber wenn man diese Unterscheidung sieht, dann kann man schon sagen, dass die Kreuzzüge und die Inquisition und die Hexenverbrennung eine Deformation und ein Missbrauch des Christentums war, zumindest nach der Lehre Jesus. Aber warum reden wir eigentlich bei Khomeini und bei Hamas und bei Boko Haram und bei Al-Qaida, das ist nicht nur ein Phänomen, und bei dem Islamischen Staat von Missbrauch? Das ist eine Lesart, das ist kein Missbrauch. Wenn man zurück zur Figur Mohammed zurückgeht, da muss man leider feststellen, dass er Kriege geführt haben, Ungläubige enthaupten ließ, Juden enthaupten ließ, Juden aus ihren Wohnstätten vertrieben hatte und seine Religion mit dem Schwert durchgesetzt hat. Das war vielleicht für seine Zeit normal und üblich, und ich verurteile ihn nicht aus der heutigen Sicht heraus. Mein Problem wird, wenn er als politisches Vorbild für das 21. Jahrhundert installiert werden sollte, dann nenne ich das, was er gemacht hat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Denn will man einen Deal schaffen, dann muss dieses Deals so ausschauen, ich kritisiere den Propheten und den Koran nicht, denn das sind andere Zeiten, aber auch der Prophet und der Koran bleiben im 7. Jahrhundert und sollten sich nicht einmischen in unseren Angelegenheiten im 21. Jahrhundert. Das ist das, was vielleicht viele friedliche Muslime im Kopf schon längst geschaffen haben. Die ISIS-Leute oder die IS-Leute gehen davon aus, dass die Botschaft für ewig Geltung hat und alles, was im Koran steht, nicht nur für das 7. Jahrhundert gedacht war, sondern auch für das 21. Jahrhundert. Das bedeutet, alles, was über die Ungläubigen von damals steht, gilt auch für die Ungläubigen von heute. Deshalb ist es kein Missbrauch der Religion, sondern eine direkte. Die interpretieren gar nicht. Sie haben die Texte direkt. Wer muss interpretieren? Das sind die muslimischen Theologen, die sich in einem Dilemma befinden. Einerseits sind sie Teil der Moderne und sie schämen sich schon ein bisschen, dass Islam was mit Köpfe abhacken, Hände abhacken zu tun hat. Und deshalb versucht man, an den Versen des Korans herumzuschrauben, so dass sie an der Moderne irgendwie angepasst werden. Deshalb versuchen sie, ein paar Rosinen aus einem versteinerten Kuchen herauszupicken und sagen, das beweist, dass der Islam eine Religion des Friedens ist. Die Tatsache, dass ihre Interpretation uns sympathischer erscheint, die Tatsache, dass ihre Interpretation vielleicht für uns brauchbarer ist, macht diese Interpretation schon lange nicht richtig. Gut. Wenn ich jetzt Ihren Worten folge, dann verstehe ich überhaupt nicht, wozu der Islam überhaupt Theologen braucht. Das ist denn eben meine Rede. Das ist eine Machtposition, die hat sich im Hochmittelalter durchgesetzt und ab jetzt ist das alles in Stein gemeißelt und jeder, der lesen kann, kann das lesen. Interpretiert darf es sowieso nicht werden. Also wozu gibt es da überhaupt eine Theologie? Gut, ich wollte aber jetzt auf was anderes hinaus. Wir sitzen hier im Bildungszentrum der Arbeiterkammer. Die Arbeiterkammer hat viele muslimische Mitglieder, die werden sich fragen oder werden sagen, da passiert
zur Zeit in Syrien und im Irak Grauenhaftes. Das ist schrecklich. Es hat aber nicht unmittelbar mit uns hier zu tun, nur was wir erleben, was wir erleiden hier unmittelbar, ist der Generalverdacht gegen, jetzt nicht gegen den Islam, sondern konkret gegen die Menschen, ja, gegen die Muslime. In dem Zusammenhang gibt es, wie Sie wissen, gegen Sie den wiederkehrenden Vorwurf, dass Sie Ressentiments gegen den Islam respektive gegen die Muslime verstärken. Aber was sagen wir diesen Menschen, die jetzt speziellen Vorurteilen ausgesetzt sind, die sich verstärkt haben mit Zunahme des grauenhaften und der Katastrophen im Irak und Syrien? Ich verstehe das natürlich. Weil deren Probleme müssen wir ernst nehmen. Das muss man ernst nehmen, weil es geht jetzt um Menschen. Und wer meine Bücher liest, wer meine Vorträge hört, merkt sofort, dass ich zwar die Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus für irrelevant halte, aber wohl die Unterscheidung zwischen Islam und Muslim. Weil viele glauben wirklich, alle Muslime sind ein Koran auf zwei Beinen und sie setzen all das um, was im Koran steht oder das, was in der Biografie des Propheten. Nein, die meisten Muslime haben sich schon längst das neutralisiert und sind pragmatische Menschen. Aber in Ihrer Interpretation sind die guten Muslime die weniger frommen. Nein, ich habe auch das nicht gesagt. Man kann auch fromm sein und säkular. Das gibt es auch. Mhm. Menschen, die Religion auf die Spiritualität reduzieren und keine politischen Ansprüche erheben. In meinem Freundeskreis gibt es eine Menge gläubige Muslime, die säkular denken sind, die demokratisch sind, die ganz genau wissen, dass sie die Anforderungen des Korans im 7. Jahrhundert auf heute nicht zutreffen. Ich hatte eine wunderbare Großmutter, die 5-mal am Tag gebetet hat, von der ich eine Menge gelernt habe, viel Liebe und Wärme, und sie war niemals gewalttätig oder radikal. Das ist für mich immer wichtig zu betonen, aber ich wehre mich gegen den Vorwurf, dass mein Buch Ressentiments gegen Muslime schürt. Und das ist eigentlich ein Paradox, wenn Sie merken, was Sie vorhin gesagt haben und was Sie jetzt über mein Buch sagen. Also, die IS-Leute haben den Koran falsch verstanden und missbrauchen ihn für ihre Gewalttaten und Hass und Ressentiment. Der Koran, Gottes Buch, Gott selbst kann sein Buch vor Missbrauch nicht schützen und ich, Sterblicher, soll mein Buch vor Missbrauch schützen? Wie funktioniert das? Verstehen Sie, was ich meine? Also dieser Vorwurf hat für mich keine Geltung und ich weiß, dass gerade Islamverbände immer versuchen, mich genau mit dieser Logik zu erpressen. Sie sagen, wissen Sie, mit Ihren Auftritten und mit Ihren Büchern machen Sie uns das Leben schwer. Und es gab die Überlegungen, irgendwie so mich, was weiß ich, wegen Volksverhetzung oder sowas zu verklagen. Und das ist eigentlich ganz, ganz komisch, wenn ich sehe, dass auch leider einige friedliche Muslime sich furchtbar aufregen, dass ich ein Buch mit diesem Titel schreibe und dagegen vorgehen wollen oder sich furchtbar aufregen, wenn ein Karikaturist aus Dänemark nur den Propheten zeichnet mit einer virtuellen Bombe im Kopf. Dann sind sie aufgebracht, dann gehen sie auf der Straße. 150 Menschen starben damals. Aber wenn der IS mit einer Fahne herumläuft, wo der Name Mohammed drauf steht und sie marschieren durch und massakrieren Menschen, plötzlich regen sie sich nicht auf.
dann gehen Sie auch nicht dagegen vor. Das ist für mich auch ein Teil des Problems. Und ich fordere mit meinen Gedanken, mit meinen Büchern die Muslime heraus, nimmt diese Kritik an und reagiert darauf auch mit Artikeln und mit Büchern und nicht mit Hass und nicht mit Wut und nicht mit Opferrolle. Wir sind hier keine Opfer. Wir sind Bürger. Wir haben die Möglichkeit, gerade in Europa uns als Bürger einzubringen. Wir haben sogar eine Verantwortung gegenüber Muslimen in den islamischen Ländern, die in Diktaturen aufgewachsen sind, die keine freie Theologie entwickeln können, kein freies Denken entwickeln können. Und das ist dann mein Vorwurf nicht an die normalen Muslime, die als Facharbeiter irgendwo arbeiten, nicht an die Mütter zu Hause. Ich verlange von ihnen nicht, von diesen einfachen Menschen, sich für jede Untat zu entschuldigen, die andere Muslime in Afghanistan oder im Irak und Syrien tun, sondern ich verlange von den muslimischen Intellektuellen, endlich aufzuhören, Islam-PR zu betreiben. Das Problem, das wir mit dem Islam haben, ist kein Image-Problem, sondern ein Problem, das der Islam mit sich selbst hat. Ein Problem, das der Islam mit der Interpretation seinen eigenen Texten, mit seinem politischen Anspruch, mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau, mit der Erziehung zu Hass, mit der Angstpädagogik und Angst vor der Hölle. Das sind die Elemente, die später Terroristen zustande bringen, wenn man sie nicht thematisiert. Glauben Sie mir, ich bin nicht das Problem des Islams, ich bin ein Symptom und ich weise darauf hin, und wenn ich sehe, dass ein Haus brennt und ich schreie laut und sage, passt auf, dieses Haus brennt, dann können Sie mich nicht wegen Ruhestörung verklagen. Das geht nicht. Den Luxus haben wir wirklich nicht. Wir haben ernsthafte Probleme, ernsthaftere als Image-Probleme. Ich bin gegen Rassismus und wir können Rassismus bekämpfen, indem wir die tatsächlichen Probleme klar benennen und dafür auch Lösungen finden. Solange wir um den heißen Brei, was Islam angeht, reden, dann lassen wir Spielräume für den rechten Rand, um diese Themen zu monopolisieren, alleine zu besetzen. Diese Themen gehören in der Mitte der Gesellschaft, in der Mitte der Politik, und es ist eigentlich Zeit, dass man damit aufhört, diese Diskussionen immer im Keime zu erstecken, weil man Angst vor Rassismus hat. Rassismus wächst, wenn man das Gefühl hat, dass man die Probleme versteckt. Aber wenn wir Schriftsteller und Politiker, muslimische Vertreter, ehrlich über die Probleme reden und darüber auch offen diskutieren, dann wird auch die Öffentlichkeit auch sensibilisiert dafür. Aber indem wir alles von vornherein als Islamophobie blockieren, diffamieren wir nicht Muslime, sondern wir diffamieren auch die Mehrheit der Menschen in Österreich oder in Deutschland und Europa, denn Phobie ist eine Krankheit, und die Menschen, die Ängste haben in Bezug auf den Islam, sind nicht krank, weil diese Ängste sind real und diese Ängste sind berechtigt, und die muss man ernst nehmen. Das heißt, Sie sagen, es gibt Islamophobie, aber der Begriff wird stark missbraucht. Ich lehne den Begriff Islamophobie ab. Sie lehnen ihn überhaupt ab? Ich lehne den Begriff Islamophobie ab. Dieser Begriff ist ein politischer Konstrukt. Der allererste, der ihn benutzt hat, war Ayatollah Khomeini, komischerweise, um genau diese Haltung des Westens, ja, ich versuche jetzt die Genealogie des Begriffes ein bisschen zu erklären, um die Haltung des Westens oder vor allem Amerikas gegenüber Iran nach der Revolution zu beschreiben. Dann kamen deutsche und amerikanische Islamwissenschaftler, die sehr islamophil sind,
Dann kam ein Geschäftsmann aus Saudi-Arabien namens Al-Walid bin Talal und finanzierte über 20 Zentren an Universitäten in den USA für Nahoststudien und Islamstudien. Und plötzlich war der Begriff Islamophobie in aller Munde und in allen diesen Zentren. Und das ist, das kann man nicht ernst nehmen. Ich nehme ernst, ich benutze den Begriff Muslimfeindlichkeit. Und ich war Mitglied der Islamkonferenz in Deutschland. Und die Islamverbände wollten den Begriff Islamfeindlichkeit durchsetzen. Und ich habe gesagt, nein, Muslimfeindlichkeit, das sollte uns, weil das können wir eingrenzen und definieren. Muslimfeindlichkeit ist, wenn ein Muslim einen Job haben will und aufgrund seines Namens diesen Job nicht kriegt. Das ist eine Schande, dagegen müssen wir vorgehen. Aber was ist Islamfeindlichkeit? Wenn ich sage, in Sura 4, Vers 34 gibt es ein Zitat, da darf ein Mann seine Ehefrau schlagen, laut Koran, ich verabscheue diesen Vers. Bin ich jetzt islamfeindlich? Muss ich jetzt juristisch verfolgt werden? Nein, ich darf gewisse Inhalte des Islam feindlich gegenüberstehen, ja, vor allem wenn ich Demokrat bin, und deshalb ist Islamophobie, ich darf auch vor bestimmten Erscheinungen Angst haben, gerade wenn wir Muslime sind, müssen wir Angst haben vor dem, was in der islamischen Welt im Namen des Islam also, gerade passiert, weil die meisten Opfer dieser Entwicklungen am Ende auch Muslime sind. Ja, Religion zu kritisieren. Religion und ihre Aussagen, auch ihre Vertreter zu kritisieren, ist in einer westlich aufgeklärten Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit. Und das gilt selbstverständlich für Christentum, Judentum, Islam und so weiter. Also darüber müssen wir nicht reden, aber was es gibt und was Sie jetzt aber halt nicht unter Islamophobie subsumieren wollen, das ist ein generelles Vorurteil gegenüber Muslimen. Ja. Das gibt es in Österreich, das gibt es in Deutschland und das ist eine Art von Generalverdacht, unter den diese Menschen gestellt werden. Das hängt mit fremder Kultur zusammen und das hängt aber auch mit der Frage zusammen, passen die überhaupt in unsere Demokratie? Und das ist aber jetzt tatsächlich ein Problem. Es ist ein Problem und es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es ist aber auch ein Problem der Selbstdarstellung der muslimischen Communities und der muslimischen Intellektuellen. Ich glaube, wenn die Menschen in diesem Lande das Gefühl haben, dass Muslime Selbstkritik betreiben und ehrlich und offen zu den Konflikten und zu den Problemen, die wir haben, Stellung nehmen und auch dagegen steuern, dann wird das auch abnehmen. Aber es gibt das allgemeine Gefühl, sie stecken alle unter eine Decke, sie sagen nie die Wahrheit. Schauen Sie den Auftritt von muslimischen Vertretern in Österreich. Ich habe neulich auch mit ein paar von denen dann im ORF diskutiert und die bringen es nicht über die Lippen, wirklich eine ehrliche Meinung dazu zu sagen. Sie müssen immer sich sorgen um ihr Klientel und ihre Geldgeber im Inland und im Ausland. Das ist sehr, sehr problematisch. Nur eine ehrliche Debatte kann dieses Klima entgiften und nicht, indem wir sofort die Probleme und die Diskussionen im Keim erstecken. Es muss eine neue Formel geben. Ich verstehe, dass Österreich eine lange Tradition hat mit den islamischen Gemeinschaften, dass es ein altes Gesetz gibt, aber ich finde, diese Vereinbarungen sind nicht mehr zeitgemäß und die müssen neu verhandelt werden. Die Frage des Islamunterrichts muss neu verhandelt werden, wie das überhaupt durchgeführt wird. Passiert gerade in Österreich. Genau, aber zu spät, wie ich finde. Das hätte damals, als diese Studie von Herrn Khurshide 2009 öffentlich wurde,
worin stand, dass 22% aller Islamlehrer in Österreich antidemokratisch sind. Der Staat finanziert Lehrer, die Muslimen an der Schule, also es ist nicht genug, was sie in den Moscheen alles vermittelt bekommen, nein, der Staat bezahlt Lehrern dafür, dass sie antidemokratisches Gedankengut vermitteln, Gewaltideologien vermitteln, und als diese Studie veröffentlicht wurde, das war eine goldene Chance, sowohl für den Staat, als auch für die Glaubensgemeinschaft, als auch für die säkularen, intellektuellen Muslimen. Aber was hat man damals getan? Seitens der Glaubensgemeinschaft hat man blockiert und hat die Wissenschaftlichkeit der Studie in Frage gestellt. Das stimmt doch gar nicht. Alle unsere Lehrer sind so lieb und nett und demokratisch und Friede, Freude, Eierkuchen. Und das macht den Menschen in dem Land Angst, indem sie das sehen, dass keiner dieses Problem wirklich annimmt und sagt, es ist in unserem Interesse allen, dass wir diese Lehrer identifizieren. Was hat der Staat damals gemacht? Man hat die Lehrer geholt und sie mussten 5-Punkte-Erklärung unterschreiben. Also alles würde man sagen, ich bin ab heute nicht mehr, ich bin ab heute Demokrat. Wer kontrolliert das? Das ist alles Augenwischerei. Und die islamische Glaubensgemeinschaft hätte damals selber reagieren müssen und Selbstreinigung betreiben müssen. Das ist nicht erfolgt. Und es ist meiner Meinung nach, ich bin ein säkularer Mensch. Ich finde es falsch, dass man die Integrationsdebatte ständig islamisiert und auf die Glaubensgemeinschaften immer verlagert. Das ist falsch. Wir integrieren Menschen, Individuen, nicht Gruppen und nicht Moscheen und nicht Kirchen. Religion ist eine Privatsache. Ich bin prinzipiell eigentlich gegen Islamunterricht an Schulen, aus mehreren Gründen. Weil es ist nicht die Aufgabe des Staates. Es ist nicht Aufgabe des Staates, Kindern religiöse Wahrheiten zu vermitteln, sondern eigentlich die Aufgabe der Schule wäre aus meiner Sicht, ein Gleichgewicht zu dem, was in der Moschee und in Familien passiert und gesagt wird, zu schaffen. Kritisches Denken, in Frage stellen auch religiöse Wahrheiten. Das sind unsere Bürger der Zukunft und nicht irgendwie Schutzbefohlene der Glaubensgemeinschaften. Das sind Kinder, die Bürger dieses Landes sind, indem man ihnen dann der Glaubensgemeinschaft ausliefert, ist das keine Lösung für Integration. Ich bin der Meinung, dass viele, damit ich jetzt auch nicht alle Moscheevereine unter Generalverdacht jetzt stelle, aber viele davon überhaupt nicht an Integration der Muslime in diesem Land interessiert sind, denn sie leben von der Kluft. Sie leben von der Skepsis, die Muslime gegenüber der österreichischen Gesellschaft haben. Denn genau in dieser Kluft liegt ihre Existenzberechtigung und liegt auch ihr Angebot an Muslime. Und deshalb ist es ein Fehler, alleine auf sie in Sachen Integration zu setzen, sondern Integration beginnt eigentlich für mich mit der Emanzipation auch von diesen Glaubensgemeinschaften. Gut. Im Prinzip gebe ich Ihnen recht, mir gefällt ein Religionsunterricht, der sich wesentlich als religionsgeschichtlicher und kulturhistorischer Unterricht versteht und die Bedeutung von Religion für eine Gesellschaft darstellt und ihre Geschichte darstellt und was sie für die Kulturgeschichte eines Landes bedeutet, unter anderem damit man die Bilder im Kunsthistorischen Museum versteht und so weiter. All das meine ich, sollte ein Religionsunterricht leisten. Völlig, aber das sollte dann Religionskunde heißen und nicht Islam. Okay, ja, aber völlig widersprechen würde ich Ihnen, was die Vertreibung des Unterrichts, des Islamunterrichts aus der Schule betrifft, weil genau jetzt
indem mit einem neuen Gesetz, das reguliert und unter staatliche Kontrolle gestellt werden soll, das halte ich für einen riesigen Fortschritt. Wenn man es nämlich aus der Schule weggibt, dann passiert genau das, was Sie am meisten befürchten. Dann wandert es ab, dann nur mehr in die Hinterhöfe und dann sind genau die dran, die wir nicht haben wollen, als Religionslehrer. Es muss staatlich kontrolliert werden und es muss in diesem Falle, und das ist ein Grenzfall von Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit, es ist tatsächlich ein Grenzfall, aber ich meine, dieser Unterricht muss auch strikt kontrolliert werden und ich meine, es muss auch strikt kontrolliert werden, was in den Moscheen passiert. Das meine ich schon. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den Sie schon angesprochen haben. Es gab im Sommer in Europa heftige Demonstrationen, als Israel Gaza bombardiert hat und Muslime gestorben sind. Nun, Muslime waren in diesem Fall das Opfer der Bombardements. Beim Islamischen Staat ist es jetzt so, dass Muslime die Täter sind. Die Opfer sind auch fast ausschließlich Muslime. Fast ausschließlich Muslime sind die Opfer, aber die Demonstrationen haben noch nicht angefangen, weil es muslimische Täter sind. Das ist sozusagen das Narrativ, das wir alle kennen. Dann habe ich im August in der Furche, Katholische Wochenzeitung in Wien, gelesen, einen Artikel, der beginnt mit: Wie stehen die islamische Gemeinschaft und die Glaubensgelehrten zur Offensive der Fundamentalisten vom Islamischen Staat im Irak? Die Ablehnung ist massiv, wird aber von den internationalen Medien zu großen Teilen übersehen oder nicht beachtet. Mittlerweile ist es so, dass es sowohl in Frankreich, das hängt natürlich mit der Ermordung dieses Franzosen zusammen, in Frankreich als auch in Deutschland Manifestationen gibt von muslimischen Offiziellen, die sagen Schluss mit der Barbarei. Es gibt in den USA und in Großbritannien die Aktion Not in my name. Das heißt, das ist ein Anfang, aber wir müssen zumindest registrieren, und das ist erstmals, dass Muslime jetzt aufstehen, und zwar verantwortliche Muslime in führenden Positionen, und sagen, das ist ein Missbrauch unserer Religion und damit wollen wir nicht das Allergeringste zu tun haben, das sind Verbrecher. Das, meine ich, ist ein Fortschritt, worauf ich hoffe, was ich nicht sehe, aber worauf ich hoffe, wären, es gibt, weiß nicht wie viele hundert Millionen Muslime in Europa, muslimisch organisierte Großdemonstrationen in den Städten, die klar machen, das ist nicht unser Islam, und ganz besonders schön wäre, wenn wir Nicht-Muslime dabei auch mitmarschieren dürften, weil das würde dann nämlich auch eine Gemeinschaft bilden. Und auf diese Art von Großdemonstrationen, die aber von muslimischer Seite organisiert werden sollten, auf die hoffe ich, und vielleicht kommt es irgendwann dazu. Ja. Es ist natürlich immer lobenswert, wenn Islamvertreter solche Initiative ergreifen und eine Aktion starten. Das kam für meine Begriffe in Bezug auf IS viel zu spät. Am Anfang war die ablehnende Haltung zu sagen, wozu muss ich mich dazu äußern oder warum soll ich mich davon distanzieren. Das hat überhaupt mit dem Islam nichts zu tun. Und da beginnt das Problem für mich schon, indem man sofort das Problem von dem Islam wegwischen will, weil das verhindert natürlich das Kritische, die kritische Auseinandersetzung mit der Religion selbst, die das überhaupt möglich macht. In Deutschland reagierten die Islamverbände sofort nach Beginn
des Gazakrieges. Schon in der gleichen Woche waren Massen von Muslimen auf der Straße. Zusammenarbeit der Moscheeverbände, Muslimbruder waren dabei und natürlich auch von der türkischen Regierung noch einmal angeheizt, weil das im Sinne des Regierungschefs in der Türkei ist. Und da waren viele Muslime auf der Straße in der gleichen Woche. Und wann reagierten Muslime und gingen auf der Straße? Ich rede jetzt von den Vertretern. Ich kenne kaum einen Moslem, der das gut findet, was die IS-Leute im Irak tun. Das ist eine Tatsache. Aber die Vertreter, die im Namen des Islam sprechen, haben gezögert, haben ihre Hände zuerst in Unschuld gewaschen. Dann war der Druck so groß, dann wollten sie ihre Anhänger mobilisieren. Da kam nichts dabei raus. Dann gab es zwei Moscheebrände. Die Umstände sind immer noch nicht geklärt, man weiß nicht, wer genau dahinter steckt, aber dann hat man beide Themen kombiniert. Und das fand ich einen Fehler. Denn es ist klar, dass wir alle auch gegen Moscheebrände sind und das verurteilen, das habe ich getan. Aber die beiden Themen, als hätte man eine Legitimation dafür, eine andere Motivation für Muslime dabei, ja, mit auf der Straße zu gehen, zu sagen, ich bin gegen IS, aber ich bin auch Opfer. Das war aus meiner Sicht unanständig. Das erinnert mich an einen Witz in Ägypten. Ein Uhrmacher, jemand, der Uhren repariert, hat seinen Sohn verloren und sollte eine Todesanzeige in der Zeitung veröffentlichen, aber die war ihm sehr teuer. Und er stand im Konflikt, soll ich die veröffentlichen, das kostet mich so viel Geld, wenn ich das nicht tue, dann würden die Leute sagen, dass ich geizig bin. Und am Ende hat er was Komisches dann in der Zeitung geschrieben, hat gesagt, ich trauere um meinen Sohn und repariere Uhren. Und das ist genau das, was die leider Islamverbände in Deutschland gemacht haben. Sie hätten einfach auf die Straße gehen sollen und ohne Wenn und Aber sagen, wir sind gegen diese Barbarei von IS, egal welche Legitimation das ist, wir sind dagegen, Punkt. Aber das Aber, und wir sind auch... Ja, sind wir uns völlig einig, und es wäre das auch der beste Weg, um zu verhindern, dass Islamfeinde, wie immer wir sie jetzt bezeichnen wollen, Moscheen anzünden. Weil das wäre deren endgültige Delegitimation. Jetzt, bevor wir dann zum allgemeinen Gespräch noch kommen, greife ich einer Frage vor, die möglicherweise an Sie gerichtet werden wird. Sie waren als Student selber Muslimbruder und sind dann ausgestiegen. Wie lang waren Sie und warum sind Sie ausgestiegen? Ich war über 2 Jahre bei den Muslimbrüdern. Ich bin zuerst, warum bin ich dann reingekommen? Das ist genau die typische Geschichte der Radikalisierung eines jungen Menschen. Ich kam aus einem Dorf im Nildelta, studierte in Kairo, fühlte mich fremd im eigenen Land, hatte kaum eine Möglichkeit, mich politisch zu partizipieren. Keine Aussichten, keiner hat mich gesehen, fühlte mich verloren unter den Massen. Und gab es natürlich auch ein Todesfall, mein Onkel ist gestorben und ich konnte mit der Situation, der war jung, und ich konnte mit der Situation überhaupt nicht richtig umgehen, und ich brauchte halt diese Gemeinschaft, die mich aufnimmt. Und die sind super am Anfang, die nehmen die Leute auf, geben ihnen Wärme, Anerkennung, Selbstwertgefühl, dann diskutiert man über Politik, über Veränderung der eigenen Gesellschaft, plötzlich fühlt man sich wichtig, und man bekommt eine Rolle und auch ein langfristiges Projekt. Das ist sehr wichtig für junge Menschen. Und dann plötzlich kommt die Indoktrinierung und Gehirnwäsche und Brechen des Willens. Und ich bin ein geborener Skeptiker und geborener Individualist. Und ich schalte mein Gehirn niemals aus. Und ich habe gemerkt, hier versucht
jemand eine andere Diktatur, eine Diktatur durch eine andere Diktatur zu ersetzen. Dies war nicht daran interessiert, dass die Demokratie von, dass die Diktatur von Mubarak beendet wird, sondern dass sie diese Diktatur durch ihre Diktatur austauschen. Und die Art und Weise, wie sie mit uns umgegangen wären, dass Kritik abgelehnt wurde, geblockt wurde, dass auch gelogen wurde, dass man auch so ein Double Talk hatte, nach außen hin hat man sich für Demokratie und Reformen ausgesprochen und nach innen hat man von Dschihad und Welteroberung gesprochen. Und das war irgendwann für mich zu viel und es war auch eine konkrete Situation, wo wir ein Training hatten, wo ich danach sauer auf mich selbst war, dass ich mich in so eine Situation gebracht habe. Wir sind in der Wüste marschiert, wirklich in singender Hitze und jeder von uns trug eine Orange in der Hand und wir sollten nach stundenlang die Orange schälen, hieß es, und wir freuten uns, dass wir endlich mal was essen oder trinken können und dann hat der Anführer gesagt, und jetzt die Frucht in den Sand stecken und nur die Schale essen. Und das war für mich schon der entscheidende Moment, wo ich gesagt habe, aus solchen Individuen kann niemals ein fähiger Staat entstehen, sondern nur fanatisierte Massen, die nur Befehle durchführen, aber selber nicht denken, das ist gefährlich. Und das ist das, was eigentlich ein Motiv, was wir auch von anderen Sekten und radikalen Gruppen kennen, nicht nur islamischen. Und ich bin sehr froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, denn ich weiß jetzt ganz genau, wie diese Gruppe tickt, was man denkt, was man sagt, was man nach innen sagt, was man nach außen sagt. Deshalb akzeptiere ich immer diese taktischen Spielchen nicht von denen und diese Lippenbekenntnisse zu Demokratien. Ich weiß ganz genau, was sie eigentlich im Innen denken und ich bin froh, dass ich wieder ausgestiegen bin, denn das wäre fatal. Ich weiß nicht, wenn ich weitergemacht hätte, dann vielleicht wäre ich auch einer der Kämpfer bei der IS oder einer der Radikalen irgendwo auf der Welt. Dass zur Radikalisierung gehören immer so viele Faktoren, natürlich die Faszination des Projektes, Welteroberung, Dschihad, Veränderung der Welt, aber natürlich auch Minderwertigkeitskomplex des Einzelnen, die Mischung eigentlich aus Minderwertigkeitskomplex und Allmachtvision. Und das bringt uns wiederum zum Vergleich Faschismus und Islam, denn genau dieses Gefühl der Kränkung, Demütigung und Rachegelüste, Minderwertigkeitskomplex und Allmachtvision. Das ist die explosive Mischung, die sowohl den Faschismus als auch den Islamismus ausmacht. Letzte Frage. Es gibt von Ihnen ein früheres Buch, Der Untergang der islamischen Welt, eine Prognose. Wenn der Islam in Europa nicht untergehen soll, was meinen Sie, müsste der Islam, die Menschen, die Muslime, die Glaubensgemeinschaft, die ja immerhin die Muslime repräsentiert, das ist nun einmal so, wie müssten die sich verhalten, um diesen, wie Sie meinen, prognostizierten Untergang zu verhindern, wobei wir gleichzeitig wissen, dass es einen Generalverdacht gegen Muslime gibt bei vielen Menschen und dass es in Europa, und das ist nicht nur in Österreich so, eine massive Hetze gegen den Islam und gegen Muslime gibt. Was man tun kann, ich weiß nicht, ob die Glaubensgemeinschaft selber jetzt sich automatisch von innen verändert wird. Die muss von zwei Seiten gedrängt werden, sich zu verändern. Von normalen Muslimen selbst, indem sie sagen, not in my name. Nicht nur
IS gegenüber, sondern auch diesen Glaubensgemeinschaften. Sie vertreten mich nicht, sie haben kein Alleinsvertretungsrecht, auch wenn es 100 Jahre alt ist. Der Koran ist viel älter und trotzdem wird er in Frage gestellt. Und vom Staat. Der Staat darf die Glaubensgemeinschaften nicht so politisch aufwerten und immer sie als Orakel von Delphi irgendwie befragen. Wann immer es ein Problem gibt, dann fragen, was tun wir mit diesem Problem. Muslime sind in erster Linie Menschen. Die sind Kinder an Schulen und Kindergärten, die sind Arbeiter, die sind Teil dieser Gesellschaft und Integration schafft man durch Bildung, durch Teilhabe am kulturellen Geschehen im Lande, am wirtschaftlichen Geschehen im Lande. Und man sollte keine Scheindebatten. Integration erreicht man nicht durch Minaretten oder durch größere Moscheen oder kleinere Moscheen, sondern wir müssen mehr in diese Menschen investieren. Menschen, die diese Emanzipation brauchen, die brauchen Hilfe seitens des Staates, dass sie kritisch denken können. Sie werden selber ihre Communities später verändern, aber es müssen mehr Individuen geben, die das wagen. Ich appelliere deshalb am muslimischen Intellektuellen, kein Islam aufpolieren zu betreiben, sondern wirklich die Probleme zu benennen, die wir in der Integration haben, in der Islamdebatte haben. Ich glaube, dass die größte Gefahr eher von außen kommt. Das, was in der islamischen Welt geschieht, stimmt mich skeptisch. Wir erleben eine unglaubliche demografische Entwicklung, eine unglaubliche Auflösungserscheinung von Staatlichkeit und von gesellschaftlichen Strukturen, fehlgeleitete Individualisierung, fehlgeleitete und das führt automatisch zu Radikalisierung. Das, was wir in Syrien und im Irak sehen, nimmt zu in Gegenden, die wir im Moment nicht wahrnehmen, wie Jemen und Libyen. Irgendwann wird auch Algerien wieder krachen und Saudi-Arabien selbst. Das ist ein großes Thema. Wir sitzen in Österreich, wo dieses wunderbare Zentrum von König Abdallah für interreligiösen Dialog, interreligiöser Dialog. Und wir regen uns furchtbar auf, dass IS-Leute Menschen enthaupten. Wissen Sie alle, dass in den letzten Wochen, wo wir damit beschäftigt waren, über IS und Enthauptungen gesprochen haben, Saudi-Arabien 19 Menschen enthauptet hat? Das wissen Sie nicht. Oder die wenigsten von Ihnen wissen das. Wissen Sie, dass mein Freund Raif Badawi, ein ganz netter Blogger, zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde, zu 1000 Peitschenhiebe und 260.000 Euro Geldstrafe verurteilt wurde, weil er etwas Kritisches über den Islam geblockt hat. Und in Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien. Und wir sitzen hier mit Vertretern der saudischen Regierung und betreiben interreligiösen Dialog. Wie nett! Wie nett! Vielleicht könnte man, und das ist für mich der wahre Dialog beginnt mit Ehrlichkeit. Wenn ich Muslime respektiere, nehme ich sie ernst, dann übe ich ehrliche Kritik und traue ihnen zu, diese Kritik aufzunehmen und darauf positiv zu reagieren oder zumindest vernünftig zu reagieren. Und das musste man auch innerstaatlich machen.
diese Scheindialoge bringen uns nicht weiter. Es bringt uns überhaupt nicht, in einem netten, klimatisierten Raum in Wien zu sitzen und über Abraham tolle Geschichten zu erzählen, während Menschen in Saudi-Arabien enthauptet werden, wo Frauen gedemütigt werden, schikaniert werden, gepeitscht werden für kleine Delikten. Ehrlichkeit bedeutet, nein, mein Freund, bevor du mit mir an einem Tisch sitzt, um über interreligiösen Dialog und die Wunderbarkeit der drei monotheistischen Religionen zu sprechen, geh nach Hause und betreibe einen innersaudischen Dialog mit deinen Leuten und löse deine Probleme. Zum Schluss ein Hinweis, wir wurden gebeten, dass der Autor Bücher diesmal hier am Podium signiert, also wenn Sie eine Signatur haben wollen mit einem Buch, bitte hier nach vorn zu kommen. Und jetzt danke ich herzlich für das Gespräch und für Ihr Interesse. Thank you.